Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind gerade am Livestream, aber ich war heute bei Aeon und ich habe da, na, man sieht sogar schon so ein kleines bisschen hier durchgucken, ich habe da was Nettes mitgenommen, was, ja, je nachdem, wann ich das Video rausbringe, vielleicht schaffe ich das noch morgen früh zu schneiden, dann ist heute Mittwoch und dann kommen die Dinger heute raus, wann genau weiß ich nicht, um wie viel Uhr, und da habe ich ein paar nette Sachen mit. Das, worum es heute eigentlich geht, und zwar ist das, seht ihr noch nicht, und das. Und das. Und das. Und eigentlich auch noch der, aber den fünften Colorway habe ich nicht. Es geht heute hier drum. Und zwar ist das der neue Vyrokopf. Ich zeige euch erstmal die Verpackung. Wir haben auf der Vorderseite einfach nur Vyro Globe. Auf der Seite Globe Funnel. Auf der Seite nur so ein Muster. Auf der Unterseite nichts. Oben das Vyro Logo und die wichtigste Seite ist eigentlich diese hier. Weil da steht nämlich 160 Gramm Gewicht, also der Kopf wiegt so viel, Füllmenge ungefähr 20 Gramm. Kann ich sagen, ist sogar, würde ich sagen, die Obergrenze. Also man kann da immer noch ein bisschen mehr reinpacken, aber warte mal, welchen haben wir denn hier? Den Miami, ja, mit dem können wir anfangen. Der ist auch sehr, sehr schön. Wenn wir das Ganze aufmachen, haben wir erstmal ein bisschen Luftpolsterfolie, damit das Ganze auch sicher zu euch kommt. Und wenn wir die rausnehmen, dann haben wir da schon den Kopf drin. So. Und die Form von dem Kopf ist halt schon mal sehr, sehr wild. Na, also das hier ist der Kopf. Eigentlich ist das ein Half Globe. Ne? Und es ist ein Funnel. Kommt auch nur als Funnel. Gibt es nicht als Mehrlochkopf. Hat ungefähr die Depotgröße von einem Oblaco M. Vielleicht minimal flacher. So, das Ding, so sieht das Ding von unten aus. Ja, auch sehr cool. Also ich finde die Form sehr krass. Man muss dazu sagen, die Form hat natürlich ihren Sinn und Zweck, weil diese Köpfe sind primär dafür gedacht worden, dass man dieses Ding hier sehr, sehr gut auf der Vyro One nehmen kann. Und Globe, man kann ihn überall mit hinnehmen. Das heißt, er nimmt sehr, sehr wenig Platz in eurem Gepäck weg, wenn ihr den eben mitnehmen wollt. Das hier ist der Colorway Miami. Das heißt, wir haben so ein Blau mit diesen schwarzen Flecken. Dann haben wir, den machen wir jetzt später. Nee! Ich dachte, ich hätte 4 Colorways mitgenommen. Habe ich aber gar nicht, weil ich habe 2 Mario eingepackt. Scheiße. Oh Mann, ich habe 2 den Rio eingepackt. Ja, okay, dann kann ich euch wohl nur 3 Colorways zeigen. Ist dumm gelaufen. Und zwar ist der Rio der hier. Holy shit. Wir kriegen einen Colorway im Konfetti-Design. Sehr, sehr wild. Ach ja, wir haben auch auf jedem Kopf Vyro-Logo da. Aber sieht, von der Form her ist er natürlich identisch, aber hat eben einen leicht anderen Colorway. Dann haben wir hier noch den Fiji. Den werden wir, glaube ich, auch heute benutzen. Der Fiji ist auch sehr nice geworden. Und zwar sieht der ist größtenteils einfach nur blau, hat aber oben dieses leichte Wellenmuster, würde ich sagen. Ja, so sieht der Fiji aus. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und da der am besten zu unserem blauen Licht, blauer Bowl, dies, das passt, werden wir heute auch den hier benutzen. Jetzt bin ich aber noch am Überlegen. Eigentlich ist der Kopf natürlich perfekt, um ihn auf eine Vyro One zu packen. Sollen wir noch eine Vyro One nehmen oder sollen wir die Edition 4 Premium mit? Schreibt es in den Chat. Ziemlich eindeutig für die One. Dann machen wir das. Kopf können wir gleich nachwiegen, ob der wirklich 160 Gramm hat. Man kann die auch, wenn ihr euch mehrere holt, kann man die auch sehr, sehr schön stacken. Sieht eher aus wie Tassen in einem Schrank oder so als Köpfe. Ne? Kann man auch sehr, sehr schön stacken. Das heißt, wenn ihr euch da die 5 holt, könnt ihr die sehr, sehr schön übereinander packen. So, Schluck Eistee und dann gehen wir rüber. So, jetzt kann ich euch nochmal hier ein paar Ultra-Close-Ups zeigen. Ja, so sieht der Kopf aus. So ist die Depotform. Unten sieht das Ganze so aus. Wir bauen uns den und wir schnappen uns noch die Vyro One Alexa Studio an. So, den legen wir schon mal hier hin. Dann müssen wir uns eigentlich auch einen blauen Callout mitnehmen. Haben wir. Und dann können wir hier noch einen Schluck Wasser reinmachen. Und ich brauche noch den blauen Callout. Die Frage ist, wo ist mein blauer Callout? Ah, hier. Perfekt. Dann haben wir den schon mal. Dann machen wir nur noch einen Schluck Wasser in die Vyro One. Ich glaube, minimalen Schluck brauchen wir noch. So, und dann können wir hier den Deckel wieder draufpacken, Kopfadapter wieder drauf und dann haben wir es schon. Und dann ist die Pfeife einsatzfähig. Hier haben wir einmal die Waage und dann gucken wir mal. Oha, der wiegt sogar mehr. Auf der Packung stand 160 Gramm, aber vielleicht ist das so ein Minimum. Ich hole mal noch die anderen zwei. 194
und 193. Okay, also alle so zwischen 190 und 200 Gramm. Wir bauen uns einfach einen Traube Minze, weil beim Traube Minze weiß ich immer, wie er schmecken soll. Und da kann ich das am besten vergleichen wie so ein Kopf. Gehen wir ein bisschen näher ran. Und dann bauen wir uns mal einen Traube Minze. Also Waage haben wir jetzt auf jeden Fall auf 0. Erstmal kurz Tabak noch umrühren. Und dann packen wir da einfach mal locker fluffig Tabak rein. Ich würde sagen, das Depot ist etwas unter Oblaco M. Aber vielleicht ein Ticken größer als der Litlab. Aber wenn, dann nicht viel. Ich baue ungefähr Rand hoch und versuche den Tabak recht fluffig zu lassen. Vielleicht bauen wir auch ein kleines bisschen drüber. Soll ja auch was bringen, der Kopf, ne? So, das sollte eigentlich schon an Tabakmenge reichen. Und bis jetzt sind's, na gut, hier ist noch... Das wird jetzt, ja, das wird schon ein gutes Kontakt-Setup. Also das ist schon kein Noppenkontakt mehr, was wir hier bauen. Das ist schon ein Vollkontakt-Setup. Also mit unter, ja, wir sind bei 18 Gramm, mit unter 20 Gramm kann man hier auf jeden Fall ein schönes Vollkontakt bauen. Ich würde sagen, mit Noppenkontakt seid ihr dann wahrscheinlich so bei 16 oder sogar 15 Gramm. Also es ist schon ein bisschen wie ein Litlip, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Er ist halt ein bisschen breiter als der Litlip, aber ich würde sagen, ein bisschen flacher als der Litlip, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Ich habe bei Aeon heute schon 2 Köpfe im Office damit geraucht und das ist jetzt mein 3. Kopf, den ich damit baue. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das hier auf jeden Fall der perfekte Kopfbau ist, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass der Kopfbau bei mir schon sehr, sehr angenehm so lief. So, wir wischen mal noch die Molasse ab. Einmal hier mit einem Stück Zewa über den Kopf. Und dann noch einmal hier die Waage sauber machen. Wir wollen ja nicht hier die Molasse auf der Waage mitwiegen, sondern den Tabak, wie er im Kopf liegt. So, Kopf auf die Waage. Und die Waage sagt tatsächlich, ja perfekt, die hängt teilweise draußen, 17 Gramm. Also mit nur 17 Gramm Tabak haben wir hier jetzt einen Kopf gebaut, der leicht über den Rand hinausguckt. Das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr schön tabaksparend, ne? Also das ist schon sehr... Das ist natürlich beim Handling von diesem Kopf schon ein Faktor, ne? Man hat jetzt nicht mehr den Stamm, wo man normal einen Kopf anfassen könnte. Also normal kannst du ja, wenn du jetzt einen Kopf auf eine Pfeife packst, machst du das ja nicht so, sondern normal nimmst du den Kopf so und kannst ihn dann schön hier am Stamm anpacken und noch so ein bisschen drehen und so. Das heißt, das ist natürlich, du musst halt ein bisschen aufpassen, wenn du hier drauf drückst. Das war jetzt natürlich dumm, du kannst ja ganz normal hier oben packen und drauf drücken. Das funktioniert ja genauso gut. So, guck mal, wird auch schon besser. Jetzt packen wir da noch den blauen Kalau drauf. Das passt natürlich auch sehr nice. Und dann sieht das Ding so aus. Das ist schon sehr, sehr wild, oder? Warte mal, ich mach mal groß. So sieht das Ganze dann aus. Hat schon was, oder? Ist doch süß. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum das Ding Glow heißt. Weil mit dem Teil kannst du ja in einem Rucksack um den kompletten fucking Globus reißen. Finde ich auf jeden Fall ganz geil. So, stellen wir mal unsere Riesenpfeife hier hin. Kohle ist da. Scheiße, mein Mundstück stürzt gerade ab. So, ich kann euch das vielleicht nochmal ein bisschen näher zeigen. So sieht das dann aus. Das ist unsere komplette Pfeife. Könnt ihr jetzt in die Hand nehmen, könnt ihr mit in die Stadt laufen. Das ist alles, was ihr mitnehmen müsst. Also Rauchentwicklung seht ihr ja schon. Selbst mit meiner relativ geringen Tabakmenge im Vergleich zu Nick seinem Setup. Man hört gar kein Blubbern. Warte mal, ich kann dir die mal ans Mic halten. Also, die Viral One blubbert auch nicht wirklich. Aber, ne, ich denke, Rauchentwicklung spricht für sich. Kannst du nichts sagen, ne? Kannst du nichts sagen. Also, der Kopf ist etwas tabaksparender als der Oblaco M, verbraucht ungefähr gleich viel wie ein Litlip, wobei das Depot leicht anders geformt ist. Etwas flacher, aber etwas breiter als der Litlip. Von der Breite her ähnlich zum Oblaco, aber auch etwas flacher. Es ist halbwegs vergleichbar, wenn auch minimal kleiner als ein Oblaco Mono. Von der Tonart her wunderbarer Kopf. Also ich hatte bei den 3 Köpfen, die ich bis jetzt geraucht habe, und denkt dran, alles, was ich euch erzähle, ist die Erfahrung aufgrund von 3 Köpfen. Das kann sich in Zukunft ändern. Ich habe den noch nicht ausgiebig getestet. Ich habe jetzt 3 Köpfe mit geraucht, will euch aber schon erzählen, wie das Ding mit 3 Köpfen jetzt lief. So. Ich hatte keine Probleme mit Überhitzen. Ich hatte keine Probleme damit, dass der irgendwie zu kurz ist. Eine Sache, die man beachten muss, ist natürlich, wenn der Kopf sehr, sehr heiß wird, kann man den nur gerade so hier unten anfassen. Also, wenn ich diesen Kopf hier von runternehmen würde, würde ich auf jeden Fall vorher die Kohle runternehmen und noch 2-3 Minuten warten. Das heißt, wenn ihr den Kopf super schnell wechseln wollt, ist das vielleicht nichts für euch.
Ja, wenn man ein paar Minuten wartet und den dann runternimmt, dann ist es aber kein großes Thema. Der Preis, Gary auch, wie teuer wird der Kopf? Weiß ich doch natürlich. Habe ich für euch in Erfahrung gebracht, gar kein Problem. Der Kopf wird 14,90 Euro kosten. Und ey, ich habe gehofft, dass der 14,90 Euro kosten wird. Ich habe es aber noch nicht ganz geglaubt, weil 15 Euro für den Kopf ist halt einfach mal ein saugünstiger Funnel. Also 14,90 Euro ist brutal. Wenn ihr was bei Aeon bestellt und das über 69 Euro wird, das heißt, bei dem Kopf alleine funktioniert es leider nicht. Aber wenn ihr euch noch was dazu bestellen solltet, könnt ihr auch ab 69 Euro sehr, sehr gerne noch den Code SWG mit dran klatschen. Dann kriegt ihr noch ein kleines Geschenk zu eurer Bestellung dazu und es geht ein bisschen Support an mich. Falls ihr euch alle Colorways, also alle 15 wollt, könnt ihr gerne den Code SWG dran klatschen. Oder falls ihr noch was anderes dazu nehmt, da Aeon hat ja noch viele andere Sachen. Ne? Keine Ahnung, gibt ja noch einige Sachen im Aeon Shop, könnt ihr auch mal vorbeigucken. So, ich nehme euch mal mit rüber. So, da ist doch schon die Landingpage, Viral Globe. Ah, es ist sogar eine Uhrzeit mit drin. Ja, kann jetzt ein Mathe-Profi ausrechnen, was das heißt? Nee, um 18 Uhr, ne? Ich war auch gerade so, wait. Okay, hier seht ihr alle Colorways. Also, es wird den Fidschi geben, das ist der, den ich gerade drauf habe. Dann gibt es den Miami, das ist dieser hier. Na, der blaue, den ich euch gezeigt habe. Dann gibt es den Rio, den habe ich euch ja auch schon gezeigt. Es gibt noch den Helsinki, der ist schwarz, hat aber hier und da vielleicht auch nochmal eine kleine Stelle. Aber im Grunde ist der einfach schwarz, ne? Sehr simpel. Der würde zum Beispiel perfekt hier drauf passen. Ne? Also der mit einem Niris noch hier auf der Viral One Forge Black, sehr nice. Und dann gibt es noch den Kairo. Der Kairo ist in diesem Sandfarben-Ding. Das ist schon, also es ist, das sieht sehr orange hier aus. Ich finde ihn in echt, aber, perfekt. Ja gut, die sind noch nicht verfügbar, ne? Die kommen ja erst morgen. Das sieht hier orangener aus, als es eigentlich ist, finde ich. Also es ist ein bisschen mehr Sandfarben in echt. Aber es geht schon in die Richtung orange auf jeden Fall. Ja, und das sind die Farben. Fidschi, Kairo, Miami, Helsinki und Rio. Habe ich dir ja vorhin geraucht, wenn ihr euch da was zieht bei Aeon, dann könnt ihr, wie gesagt, hier im Warenkorb noch, ich habe einen Gutscheincode und den Gutscheincode SWG hier reinknallen und dann kriegt ihr noch ein kleines Geschenk dazu. In der Regel ist das im Moment der Aeon Funnelstopfen mit Lochstecher. Passt der Kalaut perfekt? Der Kalaut sitzt perfekt drauf, ja. Die Kalautkante sitzt nicht im Kopf, sondern auf dem Kopf, aber er sitzt gut drauf. Also der Rand vom Kopf schließt sehr, sehr gut ab. Der Nick hat ja jetzt auch noch den anderen an, der sitzt auch sehr gut drauf. Von der Benutzung her, von den Hitzeeigenschaften her, sehr angenehmer Kopf. Für 15 Euro ein absoluter Schnapper. Die Colorways sind nice. Die Idee hinter dem Kopf finde ich sehr, sehr cool, dass er eben mal ein bisschen kleiner ist. Einfacher, um gerade jetzt im Urlaub, weiß nicht, wenn Leute von euch noch im Spätaugust oder im September noch mal in Urlaub fahren oder irgendwann demnächst halt, dann ist das natürlich sehr, sehr geil. Na? Also für mich ein gelungener Kopf. Wie gesagt, ich habe erst dreimal damit geraucht, aber bis jetzt sehr, sehr nicer erster Eindruck vom Viral Globe. Klar, der Colorway passt jetzt nicht perfekt. Ich drück. Oh nein! Digga! Ich bin einfach mit meinem Finger abgerutscht und hab hier full on in den Kopf gematscht.